So, und damit willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Bus-Simulator hier auf ÖPNV-Simulation mit mir, dem Bio. So, in der letzten Folge haben wir es dann geschafft. Wir sind jetzt in der Altstadt und wir sehen schon, wir bekommen gar nichts mehr wirklich jetzt, wenn wir hier was, wenn wir die Ziele jetzt abschließen, gibt es nur eine Belohnung von 120.000. Das ist eigentlich mehr als lächerlich. Das kann noch nicht die finale Aufgabe sein. Also ich denke mal, da wird noch was kommen. Aber wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir jetzt die fünf Aufgaben hier, alle Haltestellen benötigen mindestens Level 5. Ja, das könnte ein bisschen kritisch werden, weil ich gehe mal davon aus, dass die äußeren Ringe... Ich guck mal ganz kurz nach. Nee, tatsächlich nicht. Also tatsächlich sind es bloß noch jetzt diese Haltestellen hier, die jetzt hier so aufblinken. Also eigentlich der Neuteil, den wir hier bekommen haben. Okay, aber das wollen wir jetzt erstmal nicht. Da müssen wir erstmal noch hin. So, wir wollen jetzt natürlich die Strecken jetzt hier erstmal machen. Und da sehen wir die 6 Haltestellen, die wir jetzt verbinden sollen. Das machen wir doch auch. Neue Strecke. So. Und dann werden wir das Ganze mal tun hier. Zack. 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 Das ist. Nee, nicht die. Nicht die. Die nicht. Die hier. Ich will. Rathausgasse will ich gerne, genau. Dann die. 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 Haben wir jetzt die 6 Haltestellen? Alles klar, das speichern wir mal. Und wir brauchen eine neue Strecke. Halb voll, 50%. 7 insgesamt. So. 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 Und diese 7. Nein, nicht du. Du. So, speichern wir das Ganze, dann haben wir das auch. So, was haben wir noch? Fahre die umgenannten Strecken im Loop-Modus und generiere Einkommen. Okay. Verfüge über mindestens 2 Fahrer mit Level S, Fahrer pro Strecke und nutze nur Erdgasbusse. Okay, also wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir jetzt hier 2 Erdgasbusse kaufen. Busse. Shop. Notfalls müssen wir einen abziehen von dem Erdgasbus, den wir haben. 550.000, die sind schon mega, mega teuer. 330.000. So. Und den anderen Erdgasbus, würde ich sagen, den ziehen wir ab. Das müssen wir erstmal gucken. Streckenplaner. Wir können ja hier schon Fahrer aufsetzen. Das ist ja... Strecke löschen. Irgendwie hat er was jetzt nicht gemacht hier. Ach, hier oben hat er sie gemacht. Ah, warum sortiert denn der die nicht? Gut, also hier brauchen wir 2 Busse drauf. Von daher müssen wir jetzt mal Fahrer. So, hier kommt der Erdgasbus hin. Möchtest du diesen Bus? Ja. Und wir brauchen einen Assfahrer. Ja. So. Das lassen wir so. Und jetzt brauchen wir das hier unten genauso. Fahrer zuweisen. Erdgas. Und du gehst hier drauf. So. Da haben wir zumindest schon mal den Assfahrer und den Erdgasbus auf den beiden Linien. So, und jetzt sollen wir fahre die umgenannten Strecken im Loop-Modus, ja. Alle Haltestellen, okay, wir brauchen Level 5. So, nutze Fahrer. Okay, dann werden wir jetzt eine der 2 Linien jetzt erstmal fahren. Ich denke mal, wir fangen mit der Linie 26 an.
Und während diese im Loop-Modus fahren, zip, nicht mit dem Kollegen, sondern mit dem hier. So, Loop-Modus an. Und dann können wir uns mal überraschen lassen, was uns jetzt hier erwartet. Deswegen würde ich sagen, let's start this. So. Dann hauen wir jetzt hier Vorwärtsgang rein. Retarder an. Und los geht's. So, alles einsteigen. Linie 26 ist die neue. Und ja, bin mal gespannt. Was uns jetzt hier erwartet. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. War gerade doch Mensch gewesen, der doch gerade hier lang gelaufen ist. So. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Ja, bitte, bitte. Bitte, bitte. Raus, 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 raus. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Kann ich eine Fahrkarte haben? Drucken. Danke. Auch das mit alle Haltestellen jetzt Level 5 erreichen, das wird auch schwer. Dann werden wir danach einfach nur gucken, dass wir alle Haltestellen miteinander verbinden und die werden wir dann einmal alle abklappern, ein, zwei Mal, und dann sollten wir da zumindest schon überall Level 5 erreicht haben. Hat er gesagt gehabt, ich möchte gerne noch dieses Projekt dieses Jahr beenden. Ja, also es wäre schon schön, wenn wir das hinbekommen. So, Rathausgasse. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Standard, 2 Stück, 4 Euro. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Nee, die brauchen wir nicht. Wir hätten gerne eine Woche. Standard. Danke.
Da fährt schon der Erdgasbus drauf. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. So, Woche, Standard. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Woche, Standard. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Oh, tut mir leid. Darf ja wohl alles nicht wahr sein hier. Eine Fahrkarte haben? Tag, nein. Student. Danke. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. So, das war der Loop-Modus. Das schließt er praktisch an die erste Haltestelle wieder an, denn macht natürlich hier an so einer Ringlinie mehr als Sinn. Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Boah, die haben ja echt mal gerockt. So, dann haben wir die erste schon zumindest. Da können wir jetzt nämlich auch gleich noch, schaffen wir noch, die zweite hinterher schmeißen. Loop ist an. Und dann kommen wir dann immer noch hier zum Abschluss den Zitarokar noch. Jo, Standard drucken 13,80 Euro. Eine Fahrkarte, bitte. Einzeln Standard drucken. Oh, Leute, was ist denn das jetzt hier schon wieder? Danke. So, die fahren wir jetzt auch im Loop-Modus, weil die schließt dann nämlich auch wieder hinten an der anderen Linie an. Ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Die Siegesstraße. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. So, Tag, Standard, zwei Stück an der Zahl und 2,60 Euro. Bitteschön.
So. Denn, wie gesagt, alle Haltestellen nochmal verbinden. Und dann könnten wir eventuell schon Glück haben, dass wir das Ganze hier schon, ja, hier abschließen. Deswegen, ihr wundert euch sicherlich schon, heute ist Mittwoch. Heute die dritte Folge schon an der Zahl. Ja, yeah. Dadurch, dass ich das Projekt gerne jetzt beenden möchte, ja, noch dieses Jahr, und die Zeit nun langsam auch mal ein bisschen knapp wird und ich nicht weiß, ob ich zwischen Weihnachten und Neujahr überhaupt irgendwelche Folgen aufnehme und wie das jetzt so aussieht, werde ich das Ganze jetzt, ja, kommt diese Woche, der Bus-Simulator halt fünfmal, sechsmal, irgendwie sowas. Damit wir das Projekt auch auf jeden Fall noch fertig bekommen. Eine riesen Baustelle hier. Aber ich denke mal, das sollte nicht so dramatisch sein. Falls irgendwas Neues gibt in Omsi, in Lotus oder sowas, dann kann ich ja trotzdem ja die Folgen dann einfach noch als zweiten Part dann hinterher schmeißen oder sowas. Ja, das klappt dann halt schon. Aber mir ist jetzt halt wichtig, dass wir wirklich jetzt das erste Mal auch den Bus-Simulator hier auf der Konsole, dass ich den auch mal durchspiele. Also durchspielen soweit, dass alle Bezirke frei sind. Wenn jetzt nachher noch so eine Aufgabe kommt wie spiele, weiß ich, 200 Stunden Bus-Simulator, dann werde ich das natürlich nicht machen. Ja, das sind dann so Aufgaben, schließe ich nicht ab, sowas. Ja, wenn man es künstlich in die Länge zieht, ja, dieses Projekt oder sowas, ja, dann ist das natürlich dann schon äußerst ärgerlich und nervig. Aber mir ist halt wirklich, also, wäre schon schön. Deswegen diese Woche komplett mal der Bus-Simulator. War ja auch immer mal ein Livestream geplant gewesen. Seht ihr ja, hat ja wunderbar funktioniert mit dem Bus-Simulator. Und ja, ist schon echt ärgerlich denn manchmal. Du planst dann halt immer irgendwelche Sachen und es kommt immer irgendwie anders. Es kam ja diesen Monat ja Transport Fever 2 raus, den wir gestreamt haben. Allerdings auch nicht so, dass ich jetzt sage, so jetzt, ich war glücklich oder bin glücklich mit dem Ergebnis. Weil wir halt einfach nicht dazu kommen, weiterzumachen. Ja, der Leitstellen-Simulator, der ist großartig, der macht echt Laune. Aber das sind zum Beispiel so Sachen, ja, die kannst du zum Beispiel halt nur im Livestream machen, ne? Also da ist leider für den Bus-Simulator kein Platz denn da. Also die Leitstellenfahrten in Omsi. Und ja, dann müssen wir es halt so machen. Danke. Ja, ich hab's vernommen, dass da jemand stand. Mounty hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Sehr pünktlich, danke. Ja, bitte. Die Arbeitergasse. Service. Ja, danke schön. Das nenne ich doch guten Service. Einzeln Student. Danke. Oh, jetzt habe ich noch zu viel Geld rausgegeben.
Wollte er wieder nicht weiterschalten. Das war schon. Den haben wir das auch abgeschlossen und dann können wir auch für heute den, die Folge schon wieder beenden. Haben wir, das war recht schnell, zügig gewesen. Jetzt müssen wir, wie gesagt, gucken, das war ja die Haltestellen jetzt alle auf Level 5 bekommen. Tja, wundervoll. Hat geklappt. Unfallfrei. Ist keiner zu Schaden gekommen. So läuft das. Da sehen wir, ne? Siegestraße. Ah, verdammt. Rathaus. 10.000 aber. Immerhin haben wir generiert. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Ja, wundervoll. Aber, da stimmt irgendwas nicht. Verfüge über mindestens 2 Fahrer mit Level S pro Strecke. Verfüge über mindestens 2 Fahrer mit Level S. Ah, jetzt verstehe ich. Und nur Erdgasbusse? Ach, die meine Güte. Gut, machen wir in der nächsten Folge. Also unbedingt wieder einschalten, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, sage tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.